Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, mit Ihnen ist besprochen worden, dass eine Stoßzellenbehandlung eines Nieren- oder Harnrittersteins durchgeführt werden soll. In diesem Film möchte ich Ihnen das Verfahren näher bringen. Die Stoßwellenbehandlung von Steinen in der Niere und im Harnleiter, ESWL genannt, ist ein Standardverfahren in der Urologie. Wir führen diese Behandlung im ambulanten Operationszentrum an der Zeller Straße 32 durch. Begleitet werden wir dabei von den Narkoseärzten, die während des Eingriffs den Kreislauf überwachen und Schmerzmittel geben können. Bei der ESWL-Behandlung wird ein Schallkopf vom Ultraschallgerät und der Stoßwellengenerator an der Flanke angekoppelt. Dadurch über das Ultraschallgerät können wir den Stein gut orten und dem Stoßwellengenerator mitteilen, wo der Stein ist, wo er die Stoßwellen hin applizieren soll. In seltenen Fällen, wenn der Stein über Ultraschall nicht gut zu sehen ist oder er sich im Harnleiter befindet, ist auch eine Röntgeneinheit vor Ort, mit der wir den Stein orten können. Die Stoßwellen werden punktgenau appliziert. In der Regel 2 Stoßwellen pro Sekunde und in der Regel 2.500 bis 3.500 Stoßwellen, so dass die gesamte Behandlung ungefähr 25 bis 35 Minuten dauert. In dieser Zeit werden Sie gebeten, möglichst ruhig auf dem Tisch liegen zu bleiben, um das Ziel, den Stein zu zerstören, nicht zu beeinträchtigen. Die Stoßwellenbehandlung selber ist nicht schmerzhaft. Sie bekommen auch Schmerzmittel. Sie sind die ganze Zeit wach und wir sind bei Ihnen und können darauf reagieren, wenn es Ihnen nicht gut gehen sollte. Nach der Stoßwellenbehandlung bleiben Sie noch eine Zeit lang im ambulanten Operationszentrum, im Aufwachraum, bis wir sehen, dass es Ihnen gut geht. Am Folgetag sehen wir uns hier in der Praxis, um zu kontrollieren im Ultraschall, wie der Stein auf die Behandlung reagiert hat, aber auch, ob es an der Niere Komplikationen gibt. Was kann bei der ESWL denn passieren? Die Stoßwellen, die auf den Nierenstein abgegeben werden, schädigen auch immer das Nierengewebe mit. Deshalb ist es fast die Regel, dass die ersten 1-2 Miktionen, also Urinportionen nach der ESWL-Behandlung, blutig sind. Das sollte sich aber im weiteren Verlauf dann auch legen. Wir schauen am nächsten Tag mit Ultraschall, ob aber vielleicht ein Bluterguss in der Niere oder um die Niere entstanden ist. Und wir kontrollieren auch, ob der Stein bereits zerstört wurde, aber auch, ob vielleicht kleine Steine in den Harnleiter gewandert sind und dadurch in der Niere eine Harnstauung auslösen. In beiden Fällen müssten wir aktiv werden, um gegebenenfalls Schaden von der Niere abzuwenden. Das sind allerdings seltene Komplikationen der ESWL. Im Vorfeld der ESWL werden wir immer das Blutbild und die Blutgerinnung kontrollieren. Ganz wichtig ist, dass Medikamente, die die Blutgerinnung beeinflussen, also zum Beispiel ASS, Marcumar, Eliquis, Pradaxa, Clopidrogel, dass diese Medikamente abgesetzt werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie uns bitte im Vorfeld an. Wichtig ist auch, dass wir im Vorfeld kontrollieren, ob eine Harnwegsinfektion vorliegt. Deswegen werden wir Sie bitten, im Vorfeld hier bei uns eine Urinprobe abzugeben. Die ESWL ist eine sehr gute und bewährte Behandlung von Nieren- und Harnleitersteinen, aber sie ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit. Weitere Behandlungsmöglichkeiten der Steine sind zum Beispiel die URS, ein Verfahren, bei dem man mit einem dünnen Gerät durch die Harnröhre, durch die Blase in den Harnleiter geht, um dann Steine zu entfernen. Dieses Verfahren, das allerdings nur im Krankenhaus durchgeführt werden kann, muss auch in Vollnarkose durchgeführt werden. Ein weiteres Verfahren zur Behandlung von insbesondere größeren Steinen, größer als 2 cm, ist die Behandlung der sogenannten PCNL, der percutanen Nephrolitholapaxie, bei der
ein ungefähr kugelschreiberdickes Instrument von außen durch die Haut in die Niere eingeführt wird und Steine direkt vor Ort entfernt werden. Auch dieses Verfahren ist nur im Krankenhaus unter stationären Bedingungen und in Vollnarkose möglich. Die ESWL ist ein unglaublich gutes Verfahren, das ambulant durchführbar ist, insbesondere bei kleinen Steinen. Steine, die kleiner als 3 mm sind, können mit der ESWL aber auch kaum behandelt werden. Steine, die größer als 1,5 bis 2 cm sind, sollten mit der ESWL nur im Rahmen eines Gesamtpaketes behandelt werden. Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, ich bin jetzt hier in dem ambulanten Operationszentrum in der Zellerstraße 32. Hier werden die Stoßwellenbehandlungen von Nieren- und Harnleitersteinen durchgeführt. In diesem OP-Saal ist das ganze Instrumentarium aufgebaut. Als Patient legen Sie sich hier auf diese Liege. Hier ist ein Bildwandler und die Stoßwelleneinheit. Bei der Behandlung werden Sie von den Narkoseärzten überwacht, Kreislaufüberwachung, und man kann Ihnen auch gleichzeitig noch etwas gegen Schmerzen geben, falls diese auftreten. Die Behandlung selber dauert ungefähr eine halbe Stunde. In dieser Zeit ist es wirklich sehr wichtig, dass Sie ruhig liegen bleiben, damit die Stoßwellen punktgenau auf den Stein treffen. Wir sind die ganze Zeit bei Ihnen, sowohl der Narkosearzt als auch wir von der urologischen Praxis und ein Techniker, der die Maschine bedient. Wir werden Ihnen jetzt vorführen, wie sich die Stoßwellenbehandlung anhört. Zunächst wird der Schallkopf hier bei Ihnen in der Flanke angekoppelt. Das ist ein warmes, weiches Gelkissen. Über das Ultraschallgerät, was hier angekoppelt wird, oder über die Röntgeneinheit können wir den Stein orten. Und dann kommen die Stoßwellen in der Regel mit 2 Schuss pro Sekunde. Dieses Klacken ist die Zertrümmerung von den Nierensteinen. Das sind die Stoßwellen. Im Verlauf der Behandlung wird die Intensität, also die Energieleistung, mit der die Stoßwellen appliziert werden, gesteigert. Für weitere Fragen rund um das Thema Steinbehandlung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank.